Willkommen zu diesem Video. Ich werde nicht viel vorab sagen, es geht gleich los mit dem Vlog. Ich wollte nur noch mal sagen, falls ihr keine Ahnung habt, was ein Lipödem ist oder was überhaupt los ist, dann schaut einfach mein letztes Video, da habe ich das alles erklärt. Und ja, ich hatte meine erste Lipödem-OP, habe das alles mitgenommen, fast täglich quasi wie so mein Tagebuch mitgefilmt. Und es war auch für mich jetzt im Schnitt interessant zu sehen, wie sich das denn über die Tage hin immer wieder verändert hat, wie viel besser es mir jetzt schon geht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Gebe hier aber eine Triggerwarnung raus, falls ihr ein Problem mit Wunden habt, mit Blut und auch mit Spritzen, dann schaut das Video nicht oder ja, passt einfach auf. Ich werde vielleicht vorher auch nochmal was einblenden. Hier geht es jetzt los mit Blut, aber es sind halt doch einige Sequenzen, wo man das sieht. Passt auf euch auf und ja, viel Spaß. Es ist der 6. Oktober und morgen werde ich meine OP haben. Ich habe gerade schon Vorher-Nachher-Bilder gemacht, bin einfach so gespannt, was passieren wird. Das Bett neu bezogen, damit ich das nicht machen muss, wenn ja, ich nicht so gut unterwegs bin. Und ja, das ist der letzte Anblick von diesen Beinen und mir. In weniger als 20 Stunden ist die OP und bin ich aufgeregt? Eigentlich überhaupt nicht aktuell. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert. War gerade nochmal spazieren. Ich meine, das werde ich die nächsten Tage sowieso sehr oft machen, aber dann sind meine Beine ja gehandicapt quasi. Deswegen wollte ich es nochmal ausnutzen, dass sie aktuell noch funktionieren. Und habe irgendwie das jetzt auch ganz anders wahrgenommen, mit meinen Beinen laufen zu können und so bei jedem Schritt gedacht, krass, was die eigentlich alles schaffen. Also irgendwie weiß ich jetzt meinen Körper mehr wertzuschätzen, weil ja, irgendwie vor allem man läuft halt einfach und achtet da nicht so drauf. Guten Morgen, ich bin gerade aufgewacht, wir haben 7:45. Ich habe eigentlich echt super gut geschlafen, bin auch gut eingeschlafen. Ich weiß wirklich nicht, was los ist, warum ich so entspannt bin. Aber freut mich natürlich. Ich dachte ja wirklich, ich habe so eine ganz schlimme Nacht vorher, dass ich vor lauter Aufregung nicht einschlafen kann. Das ist bei mir eigentlich richtig oft so. Ja, jetzt habe ich noch 2,5 Stunden, bis Lukas Mama mich abholt, die mich in die Klinik fährt, netterweise. Und werde ganz entspannt frühstücken, denn ich darf ja vorher was essen. Das ist ja das absolut Geilste, weil es ja keine Vollnarkose ist. Und werde dann noch den restlichen Kram packen. Unter anderem nehme ich nämlich mein Kissen mit, damit ich dort auch super gut schlafen kann. Das hier, das kleine Ding, das kann man auch super gut so richtig klein zusammenknautschen. Irgendwie bin ich gerade doch emotionaler, als ich dachte. Ich weiß, ich stehe hier gerade so. Ja, das ist der letzte Anblick von meinen Beinen. Bin unfassbar gespannt, wie es sich anfühlen wird, danach zu laufen, zu joggen, zu springen. Das waren ja alles Dinge, die irgendwie dann immer irgendwann wehgetan haben. Oder auch vor allem langes Stehen. Mal gucken, ich werde dann den krassen Test machen. Habe ich erstmal direkt so eine Stunde an den Schreibtisch stellen. Ja, und dann saß ich auch einfach schon im Wartezimmer und da kam dann doch langsam die Aufregung, aber es hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Ich habe mich eher versucht, darauf zu konzentrieren, wie dieses Wartezimmer eingerichtet ist und dachte mir einfach nur, könnt ihr mich jetzt bitte abholen? Ich möchte, dass es endlich losgeht. Ja, und das war dann im OP. Ich kann mich an diese Videos nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, warum ich hochkant gefilmt habe. Und was ich da überhaupt gemacht habe, man sieht hier die Gerätschaften, man sieht eine warme Decke, die über mir liegt, weil da gerade die Betäubungsflüssigkeit in meine Beine reingelaufen ist. Und man sieht da auch an meinem Finger, ja, wurde immer überprüft, ob es mir gut geht, wie mein Blutdruck ist und so weiter. Ja, da lag ich alleine, durfte sogar Musik hören und habe immer wieder über mir diese Lampen abgefilmt, warum auch immer. Und das war der Zugang, vor dem ich echt richtig Angst hatte, aber es hat gar nicht wehgetan, den legen zu lassen. Und jetzt habe ich sogar mal quer gefilmt. Wow, Alicia, richtig gut. Was willst du da die ganze Zeit mit deinem Finger? Also ich war so high, als ich das gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, was ich da gedacht habe. Meine Augen sind auch so, oh ja, mir geht's gut, yay. So, und das ist das krankhafte Fett, was aus meinen Beinen abgesaugt wurde. Man nennt diese Operation Liposuktion. Und in der ersten OP wurden meine Beininnenseiten abgesaugt. Und ich finde das so krass, zu sehen, wie viel krankes Fett da jetzt eigentlich rauskam. Und bin gespannt, ob es in der zweiten dann noch mehr ist oder keine Ahnung. Und ja, wie genau eine Liposuktion abläuft, könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Es gibt mehrere OP-Videos. Es ist aber nicht für schwache Nerven. Ich habe das selbst auch nicht angeschaut und fand das auch gut so, dass ich einfach nicht genau wusste, wie das abläuft, weil, ja, war für meine Nerven besser, glaube ich. Und hier war ich dann zurück im Zimmer und ja, ihr seht schon, ich hatte so einen wundervollen rosa Bademantel an, war eingepackt und bin da rumgelaufen. Ja, diese Kompressionshose ist im Schritt offen, da ist es halt auch verbunden.
Und hinsetzen hat so unfassbar wehgetan. Das seht ihr gleich. Es ist so an meinem Gesicht. Ja, es hat richtig wehgetan. Oder es tut auch jetzt noch gerade ein bisschen weh, weil Beine beugen einfach nicht so möglich ist. Und ihr seht super dicke, verpackte Beine. Nice. Jetzt kam das Essen. Ich habe eine Vorspeise, Tomate Mozzarella mit Toastbrot. Finde ich sehr nice. Es wird jetzt nur schwierig, sich hier auf diesen Stuhl zu setzen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass da unten jetzt ein bisschen Blut ist. Ich werde einfach eine Triggerwarnung einblenden. Ja, da hinsetzen ist schwierig. Okay, hier oben sitzen geht besser. Jetzt habe ich mein Wasser vergessen. Nein. Mir geht es echt super gut. Also schon Schmerzen, aber nur wenn ich mich bewege. Also wenn ich mich hinsetze vor allem. Und, oh, dieses Ding ist so eng. werde nachher auch eine Thrombosespritze bekommen. Da bin ich mal gespannt, ob das weh tut. Und dann muss ich noch vier weitere Thrombosespritzen nehmen. Die wird mir Luca geben, weil der Spritzen geben kann, da habe ich echt Glück. Und ich muss noch was dazu sagen, dieses Toastbrot schmeckt so gut. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt so lange nichts gegessen habe, aber es ist so lecker. Oh Gott. Ja, ich habe jetzt schon auf Instagram erzählt, dass ich hier zwei weitere Mädels kennengelernt habe. Ich bin runtergegangen, weil man soll ja nach so einer Stunde nach der OP laufen. Ich bin runtergegangen und da standen die schon und haben mich begrüßt mit, ach, eine weitere Ente, weil wir alle so watscheln. Und ja, dann sind wir zusammen gewatschelt. Soll nach dem Essen auch meine erste Antibiotika und werde dann auch noch eine Ibuprofen hinterherwerfen und dann gibt es noch eine Schlaftablette von der Nachtschwester. Ich gönne mir richtig Tabletten. Und jetzt kommt der zweite Bissen von diesem Toastbrot. So entspannt. Mir geht's so gut und ich habe keine Schmerzen. Also ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass es mir jetzt gut geht und morgen dann richtig schlecht. Das werden wir ja sehen. Und ich stand jetzt, bin ich so froh. Ich werde später nochmal so über meine Ängste sprechen. Oder ich hatte ja auch so ein Video aufgenommen. Ängste vor der OP. Ängste nach der OP. Unter anderem nackt vor fremden Menschen liegen. War absolut kein Problem oder ist auch für mich jetzt gar kein Problem mehr. Es ist so crazy. Jetzt habe ich hier auch noch so ein Ding. Das ist die Hauptspeise. Das sind Pfifferlinge mit Bandnudeln. Also eigentlich Bandnudeln mit Pfifferlingen. Und es riecht unfassbar gut. Es ist der nächste Morgen. Es ist noch super dunkel. Ich bin seit 4 wach. Aber ich habe gerade Frühstück bekommen. Das muss ich mir natürlich auch wieder zeigen. Und ja, ich laufe jetzt hier halt immer so watschelnd. Hier liegt wieder was, falls ich auslaufe. Oh, hinsetzen ist immer noch schwer. Ach Gott, ich habe 2 Brötchen, Butter, ich glaube Joghurt, Müsli und Obstsalat. Genau. Nice. So, ich habe jetzt gerade geduscht, liege hier nur im Bademantel und hatte gerade eben mal wieder einen Kreislaufzusammenbruch. Es liegt nicht daran, dass ich Schmerzen habe. Ich kann nur einfach nicht sehen, wie Blut aus. Man hat ja überall so kleine Stiche, also Schnitte, wo die Kanüle reinkam, um das Fett abzusaugen. Die sind wirklich nicht groß, da sind Pflaster drauf. Ich habe halt gesehen, wie aus einer davon Blut rausgelaufen ist. Und generell, ich verliere ja die ganze Zeit diese Flüssigkeit. Da ist nur minimal Blut, aber das Blut färbt halt alles so rot, dass man denkt, da laufen literweise Blut von einem raus. Und ich komme damit einfach nicht klar. Und es hat aber so sehr gut getan zu duschen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen fresher, habe jetzt auch gerade die Kompressionshose noch nicht an, werde gleich quasi neu verpackt. Meine Beine fühlen sich taub an, also an vielen Stellen, vor allem halt natürlich an der Innenseite. Aber sonst sind nicht wirklich, also keine Schmerzen. Auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht eine 2. Und das ist total gut. Ja, generell die ersten 14 Tage sagen halt alle, sind die schlimmsten. Das heißt, da muss ich jetzt durch. Aber ich habe meine Beine gesehen. Ich habe ja das selbst jetzt zum ersten Mal ausgezogen, Kompressionshose und so weiter. Und das ist so krass, weil ich hatte früher immer so einen richtigen Hubbel, sag ich mal, am linken oberen Bein, also am Oberschenkel, nach innen, wo immer so eine richtige Fettschicht war, wo ich immer dachte, was ist da los? Und das ist jetzt einfach nicht da, das ist weg. Und die Beine sind ja noch total geschwollen, weil da ja auch noch Flüssigkeit drin ist und so weiter.
das richtige Ergebnis sieht man erst nach 3, 6, manchmal sogar erst nach 12 Monaten, dass alles abgeheilt ist. Aber es war schon cool, das zu sehen. Aber hey, das Bett ist echt, das ist so ein typisches Krankenhausbett, wo man sich hier oben festhalten könnte, wenn man Hilfe braucht. Da ist der Schrank mit allen Kanülen. Da sind meine Sachen und da hinten ist mein Bad. Das ist ganz nice, dass ich hier ein eigenes Bad habe und generell ein eigenes Zimmer. Ich bin darüber so, so froh. Also von hier aus seht ihr das Bad. Ich fühle mich echt hier wie in so einem Hotelzimmer. Rechts vom Waschbecken ist eine Dusche und ein Klo und noch ein Fenster. Also wirklich super schön. Und da habe ich dann eben gefrühstückt und zu Abend gegessen. Und ich habe auch noch eine Wasserflasche geschenkt bekommen. Oh Gott. Aber jetzt kann ich euch auch mal sagen, wo ich hier war. Das seht ihr jetzt auf der Flasche. Ich war in der Rosenpark-Klinik in Frankfurt, nicht in Frankfurt, in Darmstadt. Und Achtung, jetzt kommt der Too Much Information Part. Alle, die kein Blut sehen können, ich blende hier ein, wann es vorbei ist, aber ich dachte mir, für alle, die die OP noch vor sich haben, ist es vielleicht ganz schön, euch darauf vorzubereiten, wie es im Bett aussieht. Deswegen zeige ich das jetzt mal. Also ich habe jetzt die Nacht hier geschlafen und das ist meine Decke. Das sieht erstmal richtig krass aus, was alles hier rausgelaufen ist. Und auch meine Beine. Ich darf jetzt euch halt so ein bisschen zeigen. Hier ist blau, die Pflaster rot und ja, ich denke mal, das wird sehr krass blau anlaufen. Hier, vor allem da unten läuft es halt raus. So sieht's aus. Ich filme jetzt mal nicht weiter hoch, weil ich habe hier keine Unterhose an. Und hier hat man vom Bett auch sowas liegen. Da tropft das Blut dann eben auch drauf. Aber generell, der ganze Boden ist voll mit Blut, weil ich da überall hingelaufen bin. Und meine Füße sehen so aus. Also sind noch nicht so krass geschwollen, wie ich dachte. Hier ist auch das Pflaster beim Duschen abgegangen. Hier bin ich aber komplett blau. Das wird auf jeden Fall noch fett. Das kann ich mir jetzt schon denken. Und ja, hier halt alles blutig. Aber ich muss kurz mal wieder. So, dann sieht man es nicht mehr. Das ist schön. Man darf sich davon wirklich nicht verunsichern lassen. Das ist nämlich zu 90% die Tumeszenzlösung. Das hat mir so die Schwester gestern erklärt. Schwester Barbara hat sich um mich gekümmert. Das ist einfach die geilste. Die meinte, machen Sie mal einen Tropfen Blut in einen Liter Wasser. Das Wasser färbt sich auch rot. Also es ist nicht so viel Blut, was man verliert. Sondern halt diese Betäubungsflüssigkeit. Wir essen heute Abend Pizza. Ich sehe Luca und die Katzen, also darauf freue ich mich. Und einfach, ich möchte nochmal ein großes Kompliment hier an die Klinik sagen, weil alle so, so nett sind. Ich bin im Auto und Vista! Oh. Du riechst nach OP. Ja. Wow. Du willst nicht wissen, wie es nach Blut gestunken hat, die ganze Zeit in meinem Zimmer. Also, ich sitze jetzt hier auch. Ich muss es kurz zeigen, auf welcher Auflage. Nein. Kannst du mich anschnallen? Nein, das kann ich nicht. Jetzt hier. Jetzt. Auf einer Auflage, damit ich das Auto nicht voll süffe. Die Schlappen passen halt einfach nur wirklich so zu 2/3. Nein, du kannst es anfassen. Ich spüre das kaum. Das ist sehr fest verbunden. Ich sehe so gestört aus. Oh mein Gott, hier ist das Lager. Sieht eigentlich aus, als hätte ich meine Tage gehabt und hier ein bisschen was verteilt. Style is real. Würdest du sagen, ich kann damit auf eine Fashion Week? Gott, och, Pussis. Guck mal, wie sie sich hier gegenseitig verhakt haben. Wenn du deine Hand wegmachst, sieht man. Die Löffeln. Oh, ach, hier ist auf jeden Fall der kleine Löffel. Nein, die sind beide, guck, die hacken sich gegenseitig. Mein Gesicht hat auch gerade richtig komische Farben. Also hier, dieser Bereich ist weiß, da bin ich rot. Hier ist es auch weiß und da rot. Also, und es ist auch super warm. Vielleicht kommt jetzt mein Blut langsam zurück, weil vorhin war ich ja die ganze Zeit bleich. Ganz cool. Ja, jetzt gehen wir noch eine Abendrunde drehen. Yeah, walking on sunshine. Ich habe Haare in der Gesicht. In der Gesicht? Das ist mein neues Lieblingsbild. Good morning in the morning. Wir haben den zweiten Tag Post-OP, die erste Nacht zu Hause.
Habe ich überlebt. Wie ihr sehen könnt, meine Wangen sind immer noch rot. Ich habe die ganze Nacht über so hart geschwitzt. Ich dachte in meinen Beinen, das ist die Flüssigkeit, die rausläuft, deswegen ist es so nass. Nein, ich habe einfach geschwitzt. Ich glaube, das war die Reaktion von meinem Körper auf diese Entzündungen, was ja auch super ist. Also wahrscheinlich war das Fieber. Ich habe es nicht gemessen, weil jetzt ist alles wieder gut. Nur meine Wangen sind halt immer noch rot. Die sind ja auch normalerweise rot. Deswegen ist es normal. Ich habe schon gefrühstückt. Ich habe bis 7:30 durchgeschlafen. Darüber bin ich so froh, musste nur einmal in der Nacht raus. Ich kann jetzt, habe ich das Gefühl, schon ein bisschen besser laufen. Und gestern haben wir 40 Minuten meine Beine neu eingepackt. Oh, Juna möchte... Ja, oh. Ja, Schatz. Ja, ich bin gleich bei dir. Ja. Das tat mir so leid für Luca, weil er das machen musste, weil ich es halt echt nicht sehen kann. Ich hatte auch wieder einen Kreislaufzusammenbruch und musste mich auf den Boden legen. Ich lag schön auf den kalten Fliesen. Es ist halt, also ich glaube wirklich, das ist das Schlimmste für mich. Und sobald diese Schnitte zu sind und ich nicht mehr blute, ist alles gut. Ich kann anschwellen, das ist mir komplett egal. Ich will nur nicht bluten. Ja, und dann, als ich da gestern stand, kurz vor dem Kreislaufzusammenbruch, habe ich ja meine Beine gesehen. Und da meinte auch Luca, krass, obwohl die geschwollen sind, sieht man einfach schon einen Unterschied. Und den habe ich auch gesehen, vor allem auch bei den Waden. Ich drehe gerade mal die Kamera. Ja, das hier ist wieder das wunderbare Spektakel. Man sieht es jetzt halt nicht, weil hier ist eine ganz dicke Schicht Mullbinden drunter und dieses Grüne, dann natürlich die Hose drüber. Aber ich finde schon, also ja, man sieht es nicht, aber ich habe es gestern gesehen. Und ja, mit diesem Look werde ich jetzt rausgehen. Ich habe es übrigens geschafft. Wow, es tut mir leid für meine Füße, ne, die sind auch hier blutig, guckt mich hin. Wenn ich das hier aufmache, passe ich in diese Schuhe rein. Yay, ich muss mir keine neuen Schuhe kaufen. Ach, was gestern auch noch passiert ist, Luke hat mir die Thrombosespritze verpasst. Er hat es generell ganz toll gemacht. Wir haben in der Zeit What Do You Do von Roxette gehört, um mich abzulenken und irgendwelche Katzenlieder gesungen. Also Thrombosespritzen sind echt unangenehm. Ich muss jetzt noch 3 nehmen und nach wie vor morgens und abends Antibiotikum für die nächsten 2,5 Tage noch. Und heute Abend werde ich dann das nächste Mal wieder duschen gehen. Davor habe ich schon Angst, weil beim letzten Mal hat es halt echt gebrannt. Ich meine, das sind Schnitte in der Haut. Natürlich brennt es, aber ich habe irgendwie Angst, meine Haare zu waschen mit Shampoo, wenn Shampoo dann in diese offenen Wunden kommt. Es ist Sonntagabend, Tag 3 Post-OP und ich war gerade zum ersten Mal bei der Lymphdrainage und oh mein Gott, es hat so gut getan. Also ich kann meine Beine erstens viel besser bewegen, zweitens ist der Schmerz fast weg. Also diese Verkrampfungen, die man hat, also so eine Art Muskelkater. Und ich hatte echt Angst davor, weil natürlich noch die Wunden offen sind und so weiter und wusste nicht, wie funktioniert das. Oh, ach ja. Hallo, Schatz. Sie will mitmachen. Ja, und also ich bin gerade echt happy, dass es so gut geklappt hat. Generell läuft jetzt fast gar keine Flüssigkeit mehr aus. Ich konnte mich etwas weniger verpacken als die letzten Tage. Es geht also bergauf. Heute gibt es die vorletzte Thrombosespritze. Ich freue mich nicht drauf. Vor allem, mein Bauch ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen blau, als ob man das sehen kann. Hier sind jetzt 2 blaue Punkte direkt nebeneinander. Sieht aus, als hätte mich ein Vampir gebissen. Und hier, da hat es keinen gegeben. Aber ja, nur noch 2, dann habe ich das auch durch. Dann atme mal ganz tief ein und aus. Es ist gar nicht wehgetan. Ich habe es gar nicht gemerkt. Geil. Skills, bitches. Skills. Geil. Tag 4 Post-OP. Ich sitze wieder auf der Couch. Wie immer, die ganze Zeit. Die Nacht war besser als die letzten. Ich schwitze nach wie vor sehr viel. Also ich habe immer so Hitzeschübe nachts. Ich glaube, das liegt daran, dass der Körper einfach arbeitet. Ich wache dann immer auf und mein ganzes Oberteil ist klatschnass. Also ich verbrauche so viele T-Shirts in dieser Zeit. Ja, Beweglichkeit ist jetzt wieder ein bisschen schlechter, würde ich sagen, als gestern, direkt nach der Lymphdrainage. Es ist einfach, es nervt, weil einfach die... Jeder, der schon mal offene Wunden hatte, weiß, dass das auch nicht so gut riecht. Und egal, was man macht, man müffelt, sag ich mal. Also die Beine heilen und dieser Heilungsprozess setzt gewisse Gerüche frei. Und das nervt einfach, dass man sich so fühlt, als wäre man dreckig, obwohl man ja weiß, man duscht jeden Tag und so weiter. Und jeden Tag werden die Pflaster gewechselt. Und ich weiß, wie gesagt, es ist ja bei ganz vielen Krankheiten ganz, ganz, ganz viel schlimmer. Ich hatte nur sowas noch nicht und bin einfach so ungeduldig und will einfach... dass es jetzt schon wieder besser ist und ich weiß, es dauert noch. In ein paar Tagen kann ich hoffentlich die Kompressionshose nachts ausziehen, aber ich bin schon froh, wenn ich nicht mehr die Einlagen drum machen muss, sondern nur noch Pflaster habe. Jetzt ist auch die Zeit, wo Luca nicht mehr da ist. Also er war ja Freitag, Samstag, Sonntag komplett
für mich da und jetzt arbeitet er wieder. Das heißt, ich bin alleine, aber das ist auch okay. Ich bin schon mal eine Runde gelaufen, meine 1200 Schritte, war dann super fertig. Die meinten, da das Fett abgesaugt wird, kann es im Körper zu Hormonschwankungen kommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Der erste Tag, an dem Luca nicht da ist, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich einfach überhaupt nicht gut. Ich traue mich nicht allein, mich zu duschen, weil ich Angst habe, dass ich dann wieder zusammenklappe. Aber ich will mich duschen, weil ich mich so eklig fühle und ich möchte nicht diese scheiß Bandagen weghaben. Keine Ahnung. Ich denke mir so, es müsste doch eigentlich besser werden. Warum ist es denn jetzt heute schlechter? Und ich laufe jetzt hier rum. Jetzt habe ich auch noch einen Film geguckt, der mich total traurig macht. Das war natürlich auch nicht gut. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist es einfach ein bisschen alles zu viel. Aber ich wollte das gerade auch mal festhalten, weil ja, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Das ist einfach so nervig. Das, wenn ich nur noch diese Scheißhose trage, okay, das ist in Ordnung, aber diese Pflastern, dass ich mich selbst nicht traue, die anzufassen, ich reg mich ja über mich selbst auf. Warum habe ich da so ein Problem, so ein Ekel damit? Also vielleicht versuche ich es nachher auch mal, weil ich einfach, oh, ich möchte das frisch machen. Das ist einfach, nein. Und Luca kommt halt erst um 6:30 von der Arbeit und ich denke mir so, ja, wir haben jetzt halb zwei. Okay, reiß ich zusammen. Es ist erst Tag 4 nach der OP. Heute ist, by the way, Tag 6 Post-OP. Also morgen ist es eine Woche her, seit ich operiert wurde. Und mittlerweile habe ich alle Thrombosespritzen bekommen und bin auch durch mit Antibiotikum. Die letzte Thrombosespritze hat allerdings einen sehr ekligen blauen Fleck hinterlassen. Ich zeige euch mal kurz meinen Bauch hier. Das ist, ja, also die Hose quetscht das ganz schön ein. Aber das war die letzte Thrombosespritze. Nicht so cool, aber ich habe halt währenddessen gelacht. Das sollte man nicht tun. Ich habe nach wie vor jeden Tag einen Kreislaufzusammenbruch abends nach dem Duschen. Immer wenn gerade die Pflaster gewechselt werden und ich halt längere Zeit die Kompressionshose nicht anhabe. Ich habe gestern Tropfen dagegen genommen, hat nichts geholfen. Ich werde mich heute Abend einfach direkt flach auf den Boden legen, weil das ist dann das, was ich immer mache. Weil gestern war es dann doch etwas gefährlich. Ich hatte mich auf den Badewannenrand gesetzt, auf ein Handtuch drauf, und dass Luca quasi im Sitzen die Pflaster wechseln konnte. Habe aber schon gemerkt, oh, es fängt an. Ich sehe weniger, ich höre dann richtig komisch, also so, als würde man mir Watte auf die Ohren halten. Mir ist kalter Schweiß auf der Stirn ausgebrochen, generell, weil mir überall heiß und kalt. Und dann weiß ich nichts mehr, bis ich wieder Lukas Gesicht vor mir sehe, der sagt, mach keinen Scheiß. Und er hat mir erzählt, was dazwischen passiert ist. Und zwar hatte ich wohl riesige Pupillen. Man hat nichts Blaues mehr gesehen, es war nur noch schwarz. Und ich habe einfach nur Luca angestarrt und nichts mehr gesagt. Und dann bin ich ganz langsam vom Badewannenrand runtergerutscht auf den Boden. Ich weiß nicht, was hätte passieren können, wenn ich mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen wäre. Super gefährlich. Ich war in dem Moment einfach nicht da. Und dann hat Luca mich links und rechts geschlagen, also so auf die Wange, um mich wiederzuholen. Und halt mich die ganze Zeit mich beleidigt, weil er dachte, das hilft irgendwie so. Ja, mach keinen Scheiß, was machst du da? Und dann bin ich irgendwie wieder zu mir gekommen. Also wirklich richtig, richtig hart. Deswegen werde ich mich heute Abend nach dem Duschen einfach auf ein schönes, langes Handtuch legen. Es ist nicht so toll für Luca, das Ganze auf den Boden zu wechseln, weil er sich halt noch mehr bücken muss und es eh schon anstrengend ist für ihn. Aber bevor ich da nochmal umkippe, ist uns das lieber. Und generell ist es jetzt so, dass ich eigentlich ab morgen Abend die tolle Kompressionshose hier auslassen kann. Also, dass die über Nacht nicht mehr angezogen werden muss. Ich werde aber gucken, ob ich noch irgendwo aus Schnitten auslaufe. Das ist aktuell der Fall. Also hier oben ein Schnitt. An der Leiste, da laufe ich noch minimal aus. An beiden Oberschenkeln war gestern doch noch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Und unten fast gar nicht mehr an den Knöcheln. Also das scheint jetzt auch vielleicht im Laufe des Tages zuzugehen. Es zwickt auch und juckt, was ja bedeutet, dass es heilt. Aber also das gestern war echt nicht schön. Wir haben danach Burger bestellt und Pommes. Und boah, es war so gut, diese Pommes, diese richtig salzigen Pommes mit Ketchup zu essen. Weil einfach mein Körper das gebraucht hat, das habe ich richtig gemerkt. Deswegen, ich kann euch leider hier jetzt nichts empfehlen, was dagegen hilft. Bei mir wurden Chorodin-Tropfen empfohlen, auf Zucker geträufelt.
Vielleicht habe ich zu wenig genommen, ich habe nur 10 Tropfen genommen. Manche meinten, man soll 20 nehmen. Ich wollte halt erstmal das nehmen, was in der Packungsbeilage steht. Danke an meine Freundin Leonie, die mir die Workouts von Sharon Nosshill empfohlen hat. Das sind einfach Walking-Workouts, weil irgendwie nur draußen Runden laufen. Manchmal will ich nicht so rausgehen. Und ja, deswegen habe ich das jetzt ausprobiert und es ist richtig gut. Es sieht zwar total bescheuert aus, ich zeige es euch gleich, weil ich natürlich die Übung nicht so machen kann wie sie. Aber es hilft erstaunlich gut. Deswegen wird es jetzt gleich peinlich, aber es ist ja egal, ne? Sieht doch richtig toll aus, oder? Hier mit der Hose. Okay. Und let's go. Guten Tag zu Tag 8. Post-OP. Das ist das erste Mal, dass ich normale Schuhe draußen anhabe. Oder generell normale Schuhe seit der OP. Ich muss euch das mal zeigen. Hier. Da passe ich einfach rein. Also richtig nice. Ich bin so froh, dass meine Füße nicht so krass geschwollen sind. Und ich bin auch gerade zum ersten Mal über 1000 Schritte am Stück gelaufen. Ich weiß, es ist nicht viel, aber für mich schon, weil irgendwie habe ich die letzten Mal immer abgebrochen davor. Mir geht es heute ganz gut. Es ist halt psychisch einfach belastend, dass immer noch aus zwei Löchern die ganze Zeit was tropft und es einfach nicht weniger wird. Heute war schon wieder das Ganze komplett feucht, also diese Unterlage. Es ist einfach mega, mega nervig und ich hoffe, dass es besser wird. Ich werde heute trotzdem über Nacht die Kompressionshose ausziehen und eine enge Sportleggings drüber ziehen. Und ja, das dann damit machen und sonst, ja. Die Schwellungen sind da auf jeden Fall. Das heißt, ich denke, es wurde gar nichts gesaugt. Meine Beine sind dicker als vorher. Ich weiß, das stimmt nicht und ich muss abwarten, aber es ist halt psychisch einfach nicht so cool. Muss ich durch. Ich habe jetzt noch 6 Tage frei, bis die Arbeit wieder losgeht und ich glaube, die brauche ich auch auf jeden Fall oder die braucht mein Körper auch auf jeden Fall. Also nehmt euch auf jeden Fall genügend freie Zeit nach sowas. Ja. Boah, Frechheit. Frechheit. Ich fühle mich missachtet. Oh, ihr seid so süß. Ihr wollt meine Beine heilen, ne? Oh Gott. Es ist mal wieder Zeit für ein Update. Aria möchte auch mit dabei sein. Ich bin heute genau 11 Tage Post-OP und ich würde sagen, ich habe das Schlimmste überstanden. Also erst war ja das Schlimmste, so Spritze bekommen, viel auslaufen und so. Dann die letzten 2 Tage war das Schlimmste, die Schwellungen. Also ich habe mich in der Kompressionshose wirklich gefühlt, als wäre ich so eine Weißwurst in heißes Wasser gelegt. Also so ich werde immer praller und schwelle immer weiter an und ich kann aber nicht platzen, gefühlt. Und das hat so weh getan, da waren dann auch die Füße teilweise geschwollen. Also ich konnte eigentlich vor 3 Tagen das erste Mal normale Schuhe anziehen, aber dann vorgestern und gestern musste ich wieder zu meinen Schlappen zurückgreifen. Und jetzt sind meine Füße eigentlich wieder normal, würde ich sagen. Also normal, immer noch total blau und so weiter, aber abgeschwollen. Und ja, ich habe auch nur noch ein einziges Pflaster. Also ich habe mal ein Video aufgenommen, wie ich das gerade verbinde, um euch das zu zeigen. Da seht ihr auch, wie meine Beine aktuell aussehen. Also nur noch ein einziges Pflaster, ein einziger Schnitt, aus dem noch was rausläuft. Ich denke mir so, warum geht ihr nicht zu? 11 Tage. Bei manchen ist alles schon nach 3-4 Tagen zu. Und ja, Luca sagt mir die ganze Zeit, ja, hab Geduld. Jeder Körper ist anders. Aria. Aber ich möchte das jetzt einfach zu haben, weil es einfach nervt und ich trage gerade auch. Ich trage gerade nicht die Kompressionshose, sondern eine sehr, sehr haarige Sportleggings, weil ich in der geschlafen habe und ich das Gefühl habe, das ist aktuell besser. Also das, ihr seht auch hier, meine Füße sind wieder abgeschwollen. Man sieht wieder halbwegs einen Knöchel, aber sie sind noch blau. Und ich habe, gerade weil ich am PC was machen muss, ja, ignoriert bitte das Kabelchaos, diese wundervolle Idee gehabt, meine Beine hochzulegen. Das ist auch was, was aktuell super weh tut. Hier unterm Knie, beim Übergang von Schienbein zu Knie, schmerzt es abartig, wenn ich mein Bein hochhebe. Wahrscheinlich, weil ich jetzt die Füße die ganze Zeit anders, anders verwende. Klingt blöd, mit den Füßen anders laufe. Oh, ich kann nicht, ich schiebe es nochmal zurück. Ja, das habe ich aufgebaut. Oh, jetzt auch das Runtermachen tut weh. Super nervt, das tut beim Laufen weh, beim Treppensteigen und so weiter. Ja, also das ist
gerade schon ein bisschen nervig, würde ich sagen. Aber sonst geht es mir körperlich wesentlich besser. Ich habe keine Hitzewallungen mehr, ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Ich würde aber sagen, dass die Schmerzen generell in den letzten Tagen auf jeden Fall viel schlimmer waren als am Anfang. Also ich schneide gerade hier den Vlog. Und da sehe ich zum ersten Mal, dass ich so am Anfang sage, ja, Schmerzen von 1 bis 10 sind so eine 2. Ich würde schon sagen, dass die in den letzten Tagen auf jeden Fall eine 8, 7 bis 8 waren. Und auch jetzt die Schmerzen hier im Bein auch eine 7 sind. Ich bin aber auch sehr schmerzempfindlich, muss ich dazu sagen. Und nicht jeder hat dann so Verspannungen. Wahrscheinlich, also mein Physiotherapeut meinte, das könnte eine Sehne sein, die einfach jetzt verhärtet ist, dadurch, dass man eben das Bein am Anfang nicht so viel beugt und so. Und man sagt ja immer, die ersten 14 Tage sind die schlimmsten. Das heißt, ich warte jetzt mal noch 3 Tage ab. Hoffe, dann ist auch wirklich alles zu, alle Löcher. Dann kann ich meine Beine vielleicht endlich mal eincremen, weil die haben schon echt gelitten. Also die Haut tut mir so leid. Fange dann aber auch wieder an zu arbeiten. Also in 3 Tagen, ja, direkt. Also komplett am 14. Tag Post-OP beginnt die Arbeit für mich wieder. Ich bin mal gespannt, wie ich es schaffe, so lange am PC zu sitzen. Aber Geld muss halt auch verdient werden, ne? Gerade wenn man diese teuren OPs gemacht hat. Ich dachte mir, bevor ich jetzt hier ein Outro drehe, gucken wir uns auch zusammen nochmal an, wie meine Reise ausgesehen hat. Das hier sind die Vorherbilder, die ich am Tag vor der OP gemacht habe. Und ja, das war dann kurz vor dem OP, bevor es wirklich losging. Ich war einfach so aufgeregt und dann war es doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ja, so glücklich sah ich dann nach der OP aus. Ja, hier, das Blut war nicht so schön, aber ich war trotzdem einfach super glücklich, es geschafft zu haben. Und hier seht ihr die ersten Bilder. Ich glaube, es war Post-OP 2 Tage in Kompression. Ich war so unfassbar happy, eine erste Veränderung zu sehen, zu spüren, dass meine Waden leichter sind. Da konnte man dann auch diese ganzen Pflaster und das Blut irgendwie aushalten und damit klarkommen. Ich weiß, ihr wartet alle auf einen Vorher-Nachher-Vergleich. Der kommt jetzt. Und zwar 2 Wochen Post-OP. Es ist auf jeden Fall noch geschwollen. Das sieht man ganz deutlich, auch bei den Knien und so weiter. Aber ich finde das krass, dass man trotzdem schon jetzt so einen Unterschied sieht. Also das macht mich wirklich glücklich. Ja, ich habe die OP nicht nur wegen des Äußeren gemacht, natürlich nicht. Aber auch das Äußere spielt mit rein. Und auch gerade dieser Seitenvergleich. Es wurden die Außenseiten noch nicht mal gemacht und trotzdem sieht das jetzt schon so aus. Ich bin sprachlos, wirklich. Das ist krass. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten noch entwickeln wird. An dieser Stelle danke an alle, die das Video bis zum Ende geschaut haben. Ihr seid toll. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch die Angst vor dieser OP ein bisschen nehmen, aber auch dennoch zeigen, dass die Heilungszeit danach es in sich hat. Das wusste ich vorher auch nicht. Also ich hatte mit ein bisschen weniger Stress gerechnet tatsächlich. Deswegen wollte ich das so ehrlich wie möglich dokumentieren. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.